Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Zuschauerprojekt. Ja, wir stehen auf einem Berg mit einem Fahrrad. Mehr weiß ich leider nicht. Ich denke, ich hole mir erstmal das Item, was hier unten liegt, und dann gucken wir. Okay, irgendein Pokémon ist vergiftet. Ja, da unten sind zwei mit Statusveränderung. Scheint aber nur eins vergiftet zu sein, hoffe ich. So, ich schaue jetzt erstmal auf die Karte, dass wir wissen, wo wir sind. Okay, wir sind immer noch nicht bei Herzhofen angelangt, aber fast. Warum dreht sich denn da ein? Okay. Was auch immer. Na dann, würde ich sagen, fahren wir weiter nach rechts. Pokémon! Was bist du? Oh, ein Medizier. Cool. Okay. Ich denke, wir versuchen jetzt erstmal das zu fangen, würde ich sagen. So, würdest du bitte Baloui down machen? Ich habe keine Lust zu tauschen. Okay, dann meditier halt ein bisschen. Ach, wow. Das hat ganz schön Schaden gemacht, Baloui. Ich bin beeindruckt. Für das, dass du bist, hat das Schaden gemacht, ja. Beeindruckend Schaden, vor allem. Okay, nochmal. Nein, Kraftreserve. Und was ist für eine Kraftreserve? Sehr effektiv war es jedenfalls nicht. Okay. Da bleibt ja noch wenig übrig, was es sein. Ich habe keine Ahnung. Was das für eine Kraftreserve sein könnte. Naja, Funkensprung. Ich hoffe, das macht nicht zu viel Schaden. Na? Na? Nein! Was ist los mit dir? Medizier. Ich wollte Medizier ins Team. Manu. Nö, das fange ich jetzt. Nochmal. Wahrscheinlich kommt das nur zu 1% vor oder so. Oh, ein Enton. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Naja, wenigstens kann ich damit ein bisschen XP holen. Wenn wir schon mal dabei sind. Da die wilden Pokémon quasi auf demselben Level sind wie unsere Pokémon im Team, sollte ich vielleicht etwas trainieren. Na? Autsch. Ha, das war ein Crit. Oh, Enton. Oh, das tut mir aber leid, dass du so wenig Schaden machst. Ist das ein One-Hit? Boah, nicht mal das. Hast du vielleicht Ruckzuckhieb? Warum crittet das denn? Das hat schon... Mit Kratzer hat keine erhöhte Chance, einen Volltreffer zu machen. Warum macht es trotzdem so viele Volltreffer damit? Ich meine, es waren nur zwei, aber das ist eigentlich schon... Das sollte eigentlich schon reichen. Vielleicht versuche ich erstmal nach Herzhofen rüberzukommen, um die Pokémon zu heilen. Ein Bidifass. Hi, hallo großes Baloui. Ich wechsle mal mein Pokémon, ne? Ich weiß aber nicht, in was ich wechseln soll. Ah. Na gut, nochmal. Wie viel Schaden macht das so? Oh. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal und laufen rüber nach Herzhofen. Danke. Danke, dass ich fliehen durfte. Oder auch nicht. Baloui geht nämlich jetzt auch gleich down. Baloui, Dummi. Ach komm schon, großes Baloui. Lass mich. Warum kann ich denn nicht fliehen? Jetzt macht mich gleich das Gift alle. Danke, danke, dass ihr mich so nett habt stehen lassen. Mit lauter toten Pokémon. Dummi übersteht die Vergiftung. Yay! Dummi, Glückwunsch oder so. So, wo ist denn ein Pokémon Center? Ich hätte gerne Minimap, wo das Pokémon Center ist. Das ist schon recht praktisch in den neuen Teilen, dass es das so eine gibt. Okay, hier ist kein Pokémon Center. In die Richtung? Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, hier. Jetzt aber dann gleich nochmal Medizier fangen. Ich will Medizier.
Ja, danke schön. Einmal heilen, bitte. Das dauert so lange, wenn man 6 Pokémon hat. Vielleicht sollten wir nur noch ein Pokémon nehmen. Dann dauert das Heilen nicht mehr so lange. Ich denke, die anderen finden die Idee auch gut. Boah, finde ich den Weg hier raus beim auf Anhieb? Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, tatsächlich. Yay! So ein gutes Gedächtnis. Welches Pokémon ist denn jetzt vorne? Baloui, ne? Eigentlich möchte ich Baloui nicht vorne. Hier. Luxio. Luxio ist die zweite Entwicklung. Ja, Luxio. Ja. Ich musste kurz überlegen, aber ja. Schade, dass ich keine EP-Teile habe. Das wäre recht praktisch. Aber egal, trainieren wir jetzt erstmal das Pokémon, das vorne steht. Schaden kann es ja nicht. So ein bisschen Level 20 oder so wäre ja mal ganz schön. Autsch. Funkensprung ist physisch. Da ist das natürlich geil. Das ist doch physisch, oder? Ist Funkensprung physisch? Ich weiß es gar nicht sicher. Ich meine schon. Ja, so wenig Schaden, wie das jetzt macht, ist es physisch. Mediza, lässt du das mal bitte? Bitte, ich will doch nur Medizie. Aber nein, das ist wahrscheinlich, kommt das nur zu 1% vor. Oh. Ja, Funkensprung ist definitiv physisch. Jetzt mach's endlich alle, bitte. Bitte. Tschüss, Mediza. Dankeschön. Fürs Down gehen. Also viele XP gibt das jetzt nicht unbedingt. Bitte? Ein Macholo. Was machst du hier? Lass mich bitte in Ruhe. Ach. Mann, warum taucht das denn jetzt nicht mehr auf? Komm schon. Ja, yay. Ach, aber es ist nur Level 16. Das vorhin war Level 17. Oh, Manu. Naja. Dann ist es eben Level 16. Soll mich nicht stören. Das war fast ein One-Hit. Und ist paralysiert. Autsch. Ach, gar nicht so sehr autsch. Okay, nein, das ist falsch. Bälle, Bälle, Bälle. Superball. Superball passt schön farblich zu einem Meditier. Finde ich. Na? 1, 2, 3. Ich habe eins vergessen zu zählen. Egal. Wir haben ein neues Pokémon. Sehr schön. Ja, neuer Eintrag. Es ist gerade mal eine Beere am Tag. Durch Hunger wird sein Geist ruhiger und schärfer. Okay. Und natürlich gebe ich mir auch einen Spitznamen. Wo ist denn meine Maus? So. Yay, neues Pokémon. Oh, ich mach mal die Maus wieder aus dem Bild. Oder möchtet ihr die im Bild haben? Wollte ich ja nicht. Vielleicht gibt es ja Leute, die das mögen, wenn die Maus so mitten im Bild ist. Ich finde das auch immer super. Nein, nein, nein. Ich will das gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Nein, ich guck weg. Ach, komm schon. Mann. Das sind so Dinge, die passieren aber auch immer nur mir, ne? Willst du kämpfen? Willst du nicht kämpfen? Was ist das? Villa des Bärenmeisters. Gratis Bären für alle. Yay, gratis. Gratis ist immer gut. Dann mal eben zum Pokémon Center und gucken, wen wir aus dem Team werfen dafür. Bin ich nicht nett? Hier ist das Pokémon Center. Hallihallo. Nee, ich möchte nicht heilen. Ich möchte erstmal Pokémon tauschen. Pokémon bewegen. Bewegen. Was haben wir denn? Oh, wir haben ein Macholo. Okay. Vielleicht sich nicht beändert, genau. Verändert. So, tschüss, Kleinstein. Viel Spaß in der Box. Mit Apurett und Tanzverbot. Na gut. Dann eben mal für Luxio ein bisschen heilen. Bitteschön. Dankeschön.
Ich finde, ich war produktiv, neues Pokémon. Ich weiß nicht, was die anderen so dazu sagen, wenn ich das jetzt ins Team hole. Ich hatte das ehrlich gesagt auch noch nie in einem Durchspielteam dabei, sondern immer nur fürs Competitive-Kämpfen. Aber wenn es dafür geeignet ist, sicher auch. Platz der Treue, Vestor, geh mit deinem Pokémon spazieren. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ich bin mit meinem Pokémon spazieren. Juhu. Auf dem Platz der Treue kannst du mit einem anmutigen Pokémon spazieren gehen. Nun möchtest du mit deinem Migräne spazieren. Reden wir hier wirklich über anmutige Pokémon? Ich weiß jetzt nicht, ob ein Enton ein anmutiges Pokémon ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit Pikachu und ich habe ein Enton, guck wie anmutig es ist. Und es hält sich die ganze Zeit den Kopf. Guck mein anmutiges Enton an. hier liegen lauter Items rum. Anziehung. Oh, das kann mein anmutiges Enton lernen. Anziehung. Was ist das für ein Turm? Ich komme mit meinem Vonera jeden Tag her. Hier kann ich laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Ja. Okay. Komm mit, Enton. Wir gehen spazieren. Das sind alles so süße Pokémon und nicht mit meinem Enton. Oh, okay. Ja, Ruinen. Ruinen. Ich will den Pokémon... Kann ich nicht an der Ruine vorbeilaufen? Doch. Gisela hat Spuktafel gefunden. Schön. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Okay. Schön hier drin. Ich muss sagen, das gefällt mir. Hier bleiben wir. Ich stelle mich da einfach zum Ende der Folge rein. Und war schön bestimmt. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Was bist du? Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen... Okay, vielen Dank, lass uns am besten keine Zeit verlieren. Wie hat dir denn der Spaziergang mit deinem Enton gefallen? Und wie geht es dir im Moment? Wähle ein Wort oder eine Formulierung. Oh, da kann ich gar nicht drauf drücken. Ich tue wieder die Maus raus. Wie hat es mir gefallen? Wie hat es mir gefallen? Edelmut. Nein, Edelmut ist schon gut. Ja. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Hey, Edelmut. Ach, das ist die Arena? Das ist die Arena von Herzhofen. Waren wir hier schon drin? Pokémon Arena, Lamina, die betörende Tänzerin. Die bestörende Tänzerin, genau. Oh, was ist denn das? Du fragst, wo die Arena-Leiterin ist? Das kann ich dir nicht sagen, aber sie wird schon zurückkommen. Allerdings erst, nachdem du andere Orte besucht hast, fürchte ich. Ja, tut mir leid, dass ich nicht genauer werden kann. Ich werde an mir arbeiten. Was auch. Die in Herzhofen ist also nicht da? Das heißt, wir müssen einfach in die nächste Stadt weitergehen? Oder was ist denn das für ein Haus? Pokémon Fine Club. Yay! Wow, ist das eine produktive Folge. Die anderen waren bestimmt auch schon im Pokémon Fine Club. Hallo, hallo, ich sag mal, wie geht es dir? Ach, das ist genau das gleiche wie in Kanto, ne? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs, ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sag mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sag mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich sag mal... Ah, eine Knuspbox. Yay! Gut. Damit hätte ich doch was Produktives gemacht. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Park und stelle mich in die Ruine. Ist das nicht nett von mir? Ich finde es so nett. Aber ich habe ein neues Teammitglied gefangen. Mal gucken, ob das im Team bleibt. Ja, ich möchte mit einem anmutigen Pokémon spazieren gehen, mit meinem Migräne. So. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.